Grüßt euch, ihr süßen deutschen Zuschauer. Jeremy Fragrance hier. Düfte, die teuer riechen, aber günstig sind. Wir fangen an mit dem ersten, dem Dildo der Duftindustrie, Perry Ellis 360 Red. Dieser Duft riecht sehr ähnlich zu Acqua di Gio von Giorgio Armani. Alle Düfte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Geiles Teil, hat ein bisschen lustigerweise eine Zimtnote. Könnt ihr das vorstellen? Der Duft hat eine Zimtnote. Riecht saugeil, das Teil. Ein weiterer Duft. Sean John's Unforgivable, Puff Daddy in dem Fall. Das riecht wie Millissime Imperial. Hat wundervolle Haltbarkeit, richtig geil von der Haltbarkeit. Super, riecht wie der teure Wassermelonengeruch. Sehr elitärer Geruch, Millissime Imperial, geiles Teil. Müsst ihr euch holen, sehr günstig und gute Haltbarkeit. Der dritte, Givenchy Pie Neo. Der Duft riecht wie Armani Coat, aber er hält länger. Also dieser Duft ist besser, er hält länger und ist frischer und ist günstiger. Wenn ihr Armani Coat mögt oder euer Bruder oder irgendeiner, dann kauft lieber den hier. Wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung. Auch saugeil. Riecht wie Armani Coat, nur frischer, länger anhaltend und das war's. Und günstiger. Der nächste im Bunde, Tabak Original Craftsman. Der riecht wie Dior Sauvage, aber der hält nicht so lange wie Dior Sauvage. Also, der ist zwar sehr billig von dem Preis her, ist auch super vom Geruch. Sehr geil, sehr lecker. Ein bisschen in Richtung Gourmand, ein bisschen weniger Gewürze drin. Aber sehr ähnlich zu Dior Sauvage. Ungefähr ein Drittel günstiger, aber auch nicht so gut in der Haltbarkeit. Müsst ihr also wissen, ob ihr darauf Bock habt. Tabak Craftsmanship, sehr ähnlich zu Dior Sauvage. Rammstein Kokain. Dieser Duft riecht wie Tuscan Leather, Baby. Dieser Duft riecht wie Tuscan Leather von Tom Ford. Und hier habt ihr mein Review dazu übrigens. Übrigens, der Rammstein Kokain, man sagt ja, Kokain würde wie Leder riechen. Also ich habe es noch nie genommen und werde ich auch nicht. Ich habe meinen grünen Tee. Aber komischerweise sagten die Leute schon bei dem Tom Ford Tuscan Leather, dass das wie Kokain riecht. Von daher, das ist also ein Duft, der sehr ähnlich zu Tom Ford Tuscan Leather riecht. Und der letzte im Bunde, meine Zuschauer, ist Montblanc Individual. Und dieser Duft riecht wie Creed Original Santal. Alle diese Düfte sind locker unter 50 Euro zu kriegen und die riechen teilweise, wie in dem Fall, wie ein über 200 Euro Duft. Boah, ist der nice, der Duft. Mann, da kannst du sagen, was du willst. Montblanc, die machen häufig Düfte, die ähnlich riechen wie andere. Also wirklich Respekt kannst du denen dann nicht dafür geben, aber die liefern immer wieder ab. Also Interparfums, die Firma dahinter, die wissen schon, was die tun und die sorgen für gut Umsatz. Wie gesagt, riecht wie Original Santal und das ist auch gut so. Falls ihr meine Düfte haben wollt, Leute, ich habe auch meine eigene Brand, freier Versand nach Deutschland. Das sind für mich die besten Düfte, die derzeit auf dem Markt sind. Wir haben einen sehr einfachen Einstieg jetzt für euch, weil ihr kriegt gratis Versand. Also ihr müsst sowieso nicht in der Parfümerie gehen, um die zu kaufen. Ihr kriegt einen gratis, wenn ihr euch zwei reintut. Ihr zahlt immer nur für das teurere Produkt. Das gilt auch für Kerzen, das gilt für die großen Flaschen. Aber gerade hier kommt ihr schon bei 29 Euro rein in die Marke. Und also, besser als das wird es nicht. Und das sage ich dir als objektiver Parfümkritiker, weil ich die Düfte immer so selektiere, dass nichts anderes die Düfte schlagen kann in seiner Kategorie. Wenn ich sage, das ist der Office-Duft, dann gibt es nichts Besseres als diesen Duft in der Kategorie Büro-Duft. Wenn ich sage Date-Duft, dann gibt es nichts Besseres als diesen Duft fürs Date. Und bald kommt was richtig Heftiges, Leute. Da könnt ihr auch drauf wirklich gespannt sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Bye.